Meine Lieben, in diesem Video geht es um das Thema Meditation Guru Gruppenmeditationen. Und in diesem Video zeige ich dir ganz genau, wie das Ganze funktioniert, wie ich das Ganze aufgebaut habe und wie du an den Meditationen genau teilnehmen kannst. Ja. Und zwar, wenn du auf die Website der Gruppenmeditation.com gehst oder auf brainwave.de und ganz oben rechts siehst du den Reiter Gruppenmeditation Events. Wenn du da draufklickst, dann kommst du zu einer Seite, die so aussieht. Ja. Und auf dieser Seite sind die nächsten Termine für die Gruppenmeditationen. Ja. Bist du in der Telegram-Gruppe und loggst dich da täglich ein, dann wirst du natürlich informiert, also ganz regelmäßig informiert, weil ich hefte dort immer die aktuellen Informationen an. Oder folgst du mir auf Instagram, auf meinem persönlichen Kanal, dann wirst du pro Tag ein paar Mal informiert, was gerade so abgeht, und ich halte dich dort auf dem Laufenden über alle möglichen Themen, auch Meditation Guru und Co. Ja, nur zur Information für dich. Also, wenn du auf diese Seite gehst, dann siehst du sozusagen, wann findet die nächste Meditation um wie viel Uhr genau statt. Ja. Du kannst unten, gibt es einen Link, wenn du da draufklickst, dann kommst du in die Telegram-Gruppe, ja, und dann bist du sozusagen einfach Mitglied in der Telegram-Gruppe. Da sind mittlerweile über 1000 Leute drin und wir meditieren dort in der Gruppe regelmäßig, ja, weil Studien haben gezeigt, dass es eine maßgebliche Verstärkung der Wirkung gibt, wenn man in der Gruppe meditiert, zur selben Zeit und alle dieselbe Absicht haben. Ja. Das heißt, um die Wirkung von Frequenzen von Meditation zu verstärken, im Zuge der Meditation Guru des kostenlosen Kurses, habe ich einfach gesagt, okay, diese Gruppe dient uns, um das, was wir jetzt im Kurs gelernt haben, einfach in der Gruppe nochmal zu vertiefen und zu verstärken und uns auch in eine gewisse Routine zu bringen. Ja, das ist ganz wichtig. Ja. So, es gibt verschiedene Arten, wie wir meditieren. Also die primäre Meditation ist eine ganz normale Gruppenmeditation. Das heißt, wir meditieren ganz normal, am besten mit Ohrbugs und Schlafmaske, ohne irgendwelche Frequenzen, ohne Kopfhörer, ohne nichts. Also einfach die normale Meditation, wie du sie im Meditation Guru Kurs lernst. Ja. Was aber dort der Unterschied ist, da ist, dass wir dort, dass ich dort verschiedene Themen habe. Also einmal das Thema für innere Heilung, für Immunsystem, für Christusbewusstsein, für außerkörperliche Erfahrungen, für alle möglichen luziden Zustände, für alles, also alle möglichen Themen, wo man auch darauf meditieren könnte. Bei dem Meditieren dort meditieren wir dort regelmäßig. Du kannst auch selber mir dort in der Telegram-Gruppe mich anschreiben und mir oder Vorschläge geben, welche Themen interessant wären. Dann kann ich die natürlich auch mit einbauen und einbeziehen in die Gruppenmeditation. Ja. Gut. Das ist das eine, die eine Methode, wie wir meditieren. Das ist so das Primäre. Ja. Dann gibt es, und das ist nicht immer, aber es steht hier zum Beispiel jetzt jeden Sonntag 21 Uhr, Soul Healing Gate 11. Ja. Also die Gate-Programme, die gibt es nicht kostenlos, die kann man sich erwerben im Shop. Einfach im Shop auf Seelenreisen, dort Gate-Programme, und dort gibt es halt verschiedene Gate-Programme, und dort können wir in der Gruppe die Gate-Programme, die Anker, wenn wir alle gleichzeitig das hören, verstärken. Ja. Manchmal kommt es auch vor, dass wir eine normale Meditation mit dem Gate-Programm machen. Das heißt, wenn du das Gate-Programm nicht hast, ja, dann kannst du einfach nicht mitmachen. Ja. Das ist auch das eine. Ist aber nicht tragisch. Du kannst natürlich auch so mitmachen, dann wirkt das trotzdem. Ja. Also auch wenn du die Frequenz nicht hast. Ja. Das ist das eine. Ja. Dann gibt es jeden Tag die Morning Meditation und die Night Meditation zu einer gewissen Uhrzeit. Ja, das findest du im Shop. Diese Frequenz gibt es kostenlos auf Meditation Guru im YouTube-Kanal, und zwar die Blitzversion davon. Und die kannst du dann in der Gruppe, weil das ist so die Zeit, wo die meisten so aufstehen, im Schnitt, nicht alle, aber ein Großteil oder auch ich. Und auch wenn du musst nicht zur selben Zeit das Ganze machen, du kannst auch, wenn du eine Stunde später aufstehst oder eine Stunde früher, dann hast du auch denselben Effekt von der Gruppenmeditation. Aber natürlich, wenn du zur exakt selben Zeit machst, dann ist es natürlich noch viel stärker. Aber so dieses Morning und Night, der Sinn von dem Ganzen ist, dass wenn viele zur selben Zeit das hören, dann wirkt das einfach im Kollektiv stärker. Ja. Drum ist jeden Tag und jede Nacht vorm Schlafengehen, also um aktuell 6.30 Uhr und am Abend 22.30 Uhr, die Morning Night Meditation zu hören. Du kannst ja, wie gesagt, die Zeit selber variieren. Und der Grund, warum wir jeden Sonntag die Soul Healing Gate 11 hören,
hat einen Grund. Und zwar die neue Version von der Morning Night Meditation hat nämlich die Codewörter von Soul Healing drin. Weil Soul Healing ist die eines der wichtigsten Frequenzen aus dem kompletten Gate-Programm. Genau gesagt, die Gate 11, Gate 12 und Gate 13. Das sind so die drei Schlüsselfrequenzen aus dem Gate-Programm. Weil in Soul Healing kommen ja die ganzen Codewörter vor wie Mental Healing, Body Heal, Soul Heal, Emotional Heal, dass du deinen ganzen Körper und alles in eine Einheit bringst und dann das Codewort Merge. Und damit trainieren wir regelmäßig die Codewörter und du kannst sie dann in der normalen Meditation, wenn wir normal meditieren, auch nutzen natürlich. Ja. Das ist das eine. Dann im G12 kommt das Codewort Avatar vor, wo auf einem Schlag all deine Chakren geöffnet werden und du in diesen Avatar-Bewusstsein kommst, aber da habe ich ein eigenes Video dazu gemacht. Und dann kommt das G13 und das G13 basiert auf der Bewusstseinstabelle von Dr. David R. Hawkins, dass die Gate 11, 12 ist die Brücke zu Gate 13 und dann gehen wir die ganzen verschiedenen Codewörter durch in die höheren Bewusstseinszustände. Ja. Das ist ganz interessant, wo wir dann in den Awakening-Zustand hineinkommen und den dann auch verankern mit dem Codewort Awake. Ja. Und in der neuen Version von, also in der MDR-Version von der Morning Night Meditation, sind nämlich diese Codewörter drin. Ja. Auf YouTube glaube ich nicht, weil es die Blitzversion ist, aber auf der normalen Version sind die Codewörter drin. Das heißt, du trainierst dann jeden Tag in der neuen Morning Night Meditation die ganzen Codewörter. Also du gehst jeden Tag vorm Schlafen gehen und nach dem Aufstehen deine ganzen Body Heal Themen durch und Soul Heal und Co. Dann aktivierst du mit dem Codewort Avatar aktivierst deine Chakren und dann führst du dich jeden Tag auf der Bewusstseinstabelle in diese höheren Bewusstseinsebenen hinein und verankerst den Enlightenment State jeden Tag durch das Training. Ja. Und das heißt, der Sinn von diesen Gate 11, 12 und 13 ist, dass es aufbauend aufeinander ist und dass es dich in diesen Zustand bringt und dass durch das Codewort verankerst du jeden Tag wie so eine Welle immer höher und immer intensiver diesen Zustand und durch die Morning Night Meditation, durch die neue Version wird das viel intensiver. Ja. Also trainierst du es halt dann täglich. Ja. So, jetzt habe ich ein bisschen abgelenkt vom Thema. Also das ist so der Grund, warum die so Gate 11, 12 und Gate 13 regelmäßig hier vorkommen in den Gruppenmeditationen. Und dann gibt es natürlich noch die nächste Phase, was wir machen können, ja, oder machen, und zwar komplett kostenlose Frequenzen, welche ich dir zur Verfügung stelle. Und zwar, dazu gibt es den YouTube-Kanal, Meditation Guru YouTube-Kanal, und dort lade ich ab jetzt regelmäßig extrem viele Frequenzen hoch und die gibt's kostenlos auch zum Download zur Verfügung, ja. Und wenn wir dann Gruppenmeditation machen, also einmal die eine Variante, wo wir ganz normal meditieren mit einer Absicht, ja, wo ich immer ein Video dazu vor poste, immer so ein paar Stunden vorher oder in der Früh und sage, hey, heute um 21 Uhr ist ja die nächste Gruppenmeditation und in dem Video geht's um dieses Thema, ja, dann weißt du einfach Bescheid und du machst dann einfach um die Uhrzeit, gehst einfach ganz normal meditieren und wie im Video dann erklärt am Tag, ja, vielleicht manchmal auch am Vortag, ja. Dann halt die Gates zum Verankern in der Gruppe und dann halt die Morning Night ist sowieso klar und dann halt die Frequenzen, also die dann auf YouTube kostenlos zur Verfügung sind. Du unter dem Video auf YouTube gibt dann immer einen Link auf eine Seite, dort kannst du dich dann eintragen und dann kriegst du dann die MP3 von der Frequenz komplett kostenlos und da veröffentlicht dann sozusagen, welche Frequenz wir jetzt hören in der Gruppe und so läuft das Ganze dann, ja. Gut, ich hoffe, ich konnte mit diesem Video das Ganze ganz genau erklären, wie das funktioniert mit den ganzen Gruppenmeditationen. Wichtig ist halt, dass du in die Gruppe kommst, in Telegram-Gruppe, weil ich bin dort sehr aktiv und mache sehr viele Videos und halte dich dort einfach voll am Laufenden zum Thema Meditation. Wichtig ist mir, dass du in dieser Gruppe, wenn du sie beitrittest, es geht in dieser Gruppe um das Thema Bewusstseinserweiterung und um das Thema Frequenzen und um das Thema Meditation. Alle anderen Themen, ob das jetzt irgendwas ist, was nichts mit damit zu tun hat, da wirst du von den Administratoren, und es gibt über 10 Administratoren, einmal ermahnt. Und wenn du dann dich trotzdem irgendwas postest, wie zum Beispiel Pornografie oder einfach Dinge, die die Leute verstören, die negativ sind, die Pessimisten sind, die irgendwelche negativen Dinge dort teilen, weil wir wollen hier eine Gruppe schaffen, die
positiv ist, wo es um das Erweitern des Bewusstseins geht und nicht um Angst machen oder sonst irgendwelche Themen oder irgendwelche Hassreden oder alles, was halt irgendwie andere schlecht macht, ja, wird hier drin nicht gepostet und da wird einfach beinhart blockiert, nur für dich zur Information. Ja. Also wir wollen die Gruppe hier sauber halten und auch das Thema Meditation ernst nehmen. Ja, und darum möchte ich dich bitten, wenn du in diese Gruppe kommst, dich auch an die einfach an eine positive Kommunikation zu richten und nur das Thema Bewusstseinserweiterung, Frequenzen, Astralreisen, Seelenreisen, luzide Träume kann man natürlich dort auch diskutieren, aber der primäre Fokus dieser Gruppe geht um das Thema Meditation und um die Meditationen, die wir dort passiv dann gemeinsam machen und gemeinsam uns im Kollektiv unser Bewusstsein damit natürlich erweitern. That's it. Und ich halte natürlich dich dort in dieser Gruppe immer auf dem Laufenden, was ich halt gerade so tue und ja, wie sich das alles gerade entwickelt, ja, und was halt in der Arbeit und so auch ansteht. Gut, also ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, dass ich mit diesem Video alles genau erklären konnte, wie das funktioniert mit dem Meditation Guru. Gruppenmeditationskanal. Ich wünsche dir viel Spaß und ich freue mich, wenn du in diese Gruppe beitrittest und wir gemeinsam an unserem Bewusstsein arbeiten. Also, bis bald. Ciao.